Na komm, Alter, grüner wird's nicht! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute ein Mann im Auto an, von Phil Laude gerade rausgekommen. Let's go! Mahlzeit, Deutschlands letzter Podcast, Link in Bio. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, anschnallen, du natürlich auch. Also den Spruch aus dem Intro, den erwarte ich mindestens einmal. Ich bin dabei, Führerschein habe ich auch dabei, Ersatzreifen ist dabei, Reifendruck gecheckt, Ölstand passt, Tankanzeige passt, nochmal Schulterblick und schon kannst du losgehen. Stimmt, so wurde das legit in der Fahrschule immer so beigebracht. Man muss alles kontrollieren, bevor man losfährt. Wer macht das bitte in der Realität? Keiner. Nicht mehr der Allmann. Digga, Alter, übertreibst du nicht gerade? Quatsch. Ja, was richtig. Safety first. Ich weiß auch noch, was kommt. Hand aus dem Fenster. Bloß nicht, Alter. Wenn da ein Baum kommt, die Hand ist ab. Mann im Auto. Ja, 7 km/h in der Fußgängerzone oder im Spielbereich Dings. Ihr wisst, ihr kennt es. Ja, da haben wir den Salat. Direkt in den Feierabendverkehr gerauscht. Dennis, ich hab dir doch gesagt, du sollst pünktlich sein. Musstest du dich wieder von deinen 50 Onkels verabschieden? Küss dein Auge. Ja, jetzt küsst du den Feierabendverkehr. So, ein bisschen Radio. Über den Wolken. Der Fahrer bestimmt. Cordula Grün. Also das Lied kannte ich bisher noch gar nicht. Doch grün, Cordula grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, Cordula. Hallo, das ist schon wieder so ein Sonntagsfahrer. Grüner wird's nicht. Jawohl, da war er, jawohl, nice. Okay, Dennis, das war jetzt dunkelgelb, ja? Digga, ey. Willst du mich umbringen? Boah, Oma, mach hinne. Das ist ein Zebrastreifen und keine Rolltreppe, ja? Laufen musst du noch selber. Soll ich mal einen E-Rollator kaufen? Guck mal, die geht gar nicht mehr. Sieht aus wie das Albumcover von den Beatles. Hallo! Ja, schwerhörig ist sie auch noch. Ja, Hände immer auf 3:15 am Lenkrad. Ja, wir sind hier nicht in so einem Deutsch-Rap-Video. Guck mal, wenn ich so fahre, ne? Und jetzt mache ich einen Auffahrunfall, dann habe ich gleich meinen Ellbogen in der Fresse. Ist dann auch nicht so cool. Wie sagt man, wenn was cool ist bei euch? Das ist cool. Ne, ich meine in deiner Sprache. In meiner Sprache? Ja. Chata. 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 Guck mal, hier diese E-Scooter, ne? Richtige Plage. Kein Helm, kein TÜV, aber Eier wie im Geflügelhof. Guck mal hier, schön mit dem SUV hier durch die Innenstadt brettern, ey, Dreckschleuder. Ah, Frau am Steuer. Wahrscheinlich hat sie gerade den Fabian Nepomuk vom Kinderyoga geholt und jetzt fährt sie noch in den veganen Bioladen und nachher umarmt sie noch ein paar Bäume fürs Karma. Spitze. Dicker Mann, Alter, was ist los mit dir? Fahr mal schneller, hier ist 80. Hallo? Das ist eine 80er-Zone, hier sind überall Blitzer. Ich brauche nicht wieder ein teures Passfoto, Dennis. Und? Tempolimit vorbei. Digga, was machst du da? Alles okay, Dennis. Kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Hörst du das? Das ist das Geräusch der Freiheit. Jabba dabba du! Digga, das ist das Geräusch des Todes, Mann! Schau auf die Straße, Allah. Was? Ich weiß nicht, warum er da jetzt so eskaliert. Ich muss sagen, ich hätte ein paar mehr deutsche Witze erwartet. So dieses typische, ja, grüner wird's nicht. So, ja, wo hat der denn seinen Führerschein hergeholt? Hat er den im Lotto gewonnen? So ein Shit. Nö. Nö, ich lass dich nicht rein. Nee, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Oh, na klar, jetzt muss der eine LKW den anderen LKW überholen. Was ist das hier, Elefantenrennen oder was? Das ist ein Klassiker.
Sowas will ich hören. Ja, Mensch, was gurkt der denn da so rum? Wenn er gleich noch langsamer fährt, legt er den Rückwärtsgang ein. War ja klar, eine Frau. War ja klar, Opa mit Hut. War ja klar, ein Bulgare. War ja klar, bulgarische Frau mit Hut. Was? Guck mal, bei dem ist doch der TÜV abgelaufen, oder? Siehst du das auch? Anzeige ist raus, dann schreib dir mal das Kennzeichen auf. Schreib dir mal das Kennzeichen auf, das ist auch so. Ja, der hat einen Fehler gemacht, schreib das Kennzeichen auf. Ey, das wollte sag mal, geht's noch, du Raudi? Dennis, notier dir das Kennzeichen, der sammelt Punkte in Flensburg. Ja. Jetzt gibt's Payback-Punkte mal anders. Aber du hast deinen Führerschein auch im Lotto gewonnen, ne? Jawohl! Da ist er, der legendäre Spruch. Entschuldigung, der Blinker ist nicht umsonst montiert. Ja, der linke Knüppel da. Ja, den kann man auch bedienen. Aber wofür die bei BMWs Blinker anbauen, verstehe ich eh nicht. Oh, Digga, hast du die Maschine gesehen? Naja, wieder ein Organspender. Ah, yes! Oh ja, das haben meine Eltern auch immer gesagt. Oh mein Gott, Leute, war das bei euch auch so? Also war... Oh mein Gott, das ist echt so ein richtiger Klassiker. Motorradfahrer gleich Organspender. Ja, ganz toll. Jetzt macht er da vor uns eine halbe Vollbremsung. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Weltrekord. Prima. Hast du das gesehen? Der ist eiskalt noch über Rot gebrezelt. Kirschgrün oder was? Jetzt mal Schiri werden sollen, Sportsfreund. Ey, rechts vor links, Kollege. Ja, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Jo. Guck mal, wie der mir auffährt. Ey, das ist 30er-Zone, Sportsfreund. Den bremse ich aus. Ja, genau, Alter. Digga, der meint das auf jeden Fall ernst, Alter. Nee, guck mal, beim Auffahrunfall ist sowieso immer der hintere schuld, ja? Außerdem will der nur provozieren, wirst du gleich sehen. Meint das provozieren, ne? Klasse. Felix Blechle. Und, was dir das jetzt wert? Jetzt müssen wir wegen dir auf die Cops warten, plus wir verpassen den Film. Ja, aber wir sind ja im Recht. Na, und für sein Recht muss man hin und wieder einstehen. Außerdem läuft... Oh, Alter, dieses Outfit von Phil, das gibt mir echt einen halben Orgasmus, Alter. Wenn ich diese Latschen sehe, sind das Birkenstocks? Jawohl. Oh, geil. Ich geh gleich hier Tatort im Ersten. Du bist ein grimmig, ja? Pass dir auf, was du sagst. Warnweste, Freundchen. Was? Warnweste, Sportsfreund. Sag ja nur. Haben sie ein Warndreieck aufgestellt? Alter, fick dich! Aus dem Maul, Alter. Oh, gerade Aufnahme beendet. Yo, hier ist nochmal Phil, bald geht's. Jo, Leute, nice, Alter. Das Video hat mir auf jeden Fall gut gefallen. An ein paar Stellen habe ich mir so gedacht, okay, war jetzt nicht ganz so lustig. Also, ich hätte noch ein bisschen mehr erwartet. Also, noch ein paar bessere Jokes. Aber an sich schon ein richtig nices Video. Grüße gehen raus an Phil Laude. Jo, wenn euch das Video dann gefallen hat, Leute, lasst ein Like da und sonst abonniert meinen Kanal, denn hier kommen weitere solcher Videos, lustige Reactions und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.